So, jetzt müssen wir noch ein Ventil machen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo der Spinner überhaupt schon wieder ist hier. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall, da war das Bad. Ich dachte schon, der läuft da. Wir müssen jetzt ins Laundry. Der läuft da, Tatsache! Ey, der ist so blöd, der sieht mich nicht. Alter, du bist so fett und so dumm. Oh. Hast du mich nicht gesehen? Schützt du mich nicht? Ja, oh, du armer fettes Schweinchen, du. Ich sag mal, von dem habe ich gar keinen Schiss mehr. Jetzt erinnere ich, der taucht ja auf. Und ich weiß immer im ersten Moment, wo lang. Aber wir erstmal gucken, wo läuft der lang. Ja, komm, hau ab. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Ich würde sagen, dann rennen wir einfach mal durch. So, jetzt. So. Da hinten läuft er. Der ärgert sich, dass er uns nicht kriegt hier. Ich verstecke mich jetzt hier hinterm Schrank. Oh Gott. Nein, er hat mich! Nein! Weg, 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 weg! Ich will hier weg! Ah, nein, 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 nein! Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin nicht da. Leck mir am Arsch. Wer wird jetzt hier draufgegangen werden? Oh. Alter Schwede, ey. Er läuft da hinten. So, gehen wir wieder hier lang. Ah ne, da sind wir wieder zurück. Das können wir auch nicht machen.
Oh Gott, der läuft hier lang. Oh, nee, wo ist Stitch? Da ist er. Hi. Ja, du kannst ja nicht schlagen. Ja, ja. Du bist genauso fett wie mein Vater. Oh, ab du. Na, da geht's ja nicht so lang, ne? Genau. Ja, die Musik, die Musik. Ja, die macht einfach Angst. Aber hier war nichts. Ah, da brennt's immer noch. Da hinten Liva. Nee, nee. So. Da abgehauen. So. Der Typ riecht mich langsam auf. Ich will hier endlich weg. Ich laufe dir da noch mitten in die Arme rein. Okay, ich weiß jetzt immerhin, wo der Raum ist. Danach geht, denke ich mir gerade, warum habe ich den ersten nicht, warum habe ich den Raum nicht zuerst gemacht? Ja, du kriegst mich eh nicht. Komm, hör auf zu heulen. Okay, kurz warten.
So, die Musik lässt nach. Läuft da hinten wieder lang. Das muss man ausnutzen, indem man hier einfach durchrennt. So. Taucht er auch noch mal auf hier? Sonst drehe ich nämlich langsam durch hier. Da müssen wir rein. So, erstmal Kamera weg. Da ist er. Okay. Sobald er aus der Tür raus ist, rennen wir los. Ja, lauf! Lauf doch! Nein. 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 Ganz ruhig bleiben. Das haben wir beide gedrückt. Jetzt müssen wir nur noch da zurück überleben. Der hat nicht geschnallt. Oder er steht da und wartet. Ist eigentlich ein relativ schöner Schrank für den Rest unseres Lebens, finde ich. Der ist jetzt nicht schlecht. Ich hab leicht Schiss. So, ich will jetzt hier nur noch weg. So, erstmal hier durch. Gucken, ob der hier auftaucht. Boah, ey.
Das ist anstrengend hier. Das kostet Nerven. Also. Wir wollen doch nur Wasser machen. So, angeschaltet. Die Sprinkleranlage läuft. Wir haben es echt geschafft. Das ist unglaublich. Puh. Oh. Nee, ist klar, jetzt ist auf einmal hier alles dunkel. Wir müssen da hinten hin. Okay, ich würde sagen, dann wechseln wir erstmal die vorletzte Batterie rein. Ich will dahin. Okay. Oha. Arschloch, verpiss dich, Mann. Alter Falter, bist du für ein Penner? Und hat abgeschlossen. Was ein Arschloch. Ja, hier erstmal lecker Mittagessen, ne? Oh Gott. Oh, es ist ekelhaft hier. Da hat einer noch schön lecker bei Kaffee getrunken. Was haben wir denn hier? Ein paar Mikrowellen. Ja, hier, Fingersuppe. Neu im Sortiment. Soll sehr lecker sein. Nein, Spaß. So, was haben wir hier? Also wahrscheinlich das Dosenlager. Okay. Hier ist aber an sich nichts, sehe ich gerade. So, erstmal Kamera wieder aus, ein bisschen durchschnaufen. Riesen Herdplatten. Da jetzt lang. Da will ich jetzt aber noch nicht lang. Die Tür geht an sich nicht auf. Oder sind wir jetzt direkt so mutig und gehen da rein? Ich hab keine Ahnung. Ich hab Schiss. Ich will nicht. Aber ich muss ja sagen, eine große Küche. Schick, noch mehr Pfand. Da hier ist zu. Okay. Okay, wir sind hier. Am Aufzug. Ich hoffe, der Typ kommt nicht nochmal wieder. Gucken wir uns erstmal nochmal um, bevor wir da rausgehen und endlich abhauen. Ah. Haben wir noch was. Ultraprogramm CIA Mori Doktor Dokument Nummer 140401 Seiten 159 Auszüge an Akte betreff Sonderprojekt Bluebird. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszuführen, zu finden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Punkt 3. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Punkt 7. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Punkt 8. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Und Punkt 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Ich habe keine Ahnung.
die Tür auf? Ja. Hier liegt eine Batterie. Das ist sehr herrlich. Ja, der ist tot. Okay, immer in einer Batterie. Aber an dieser Stelle mache ich einen Cut. Ich weiß auch nicht warum. Ich traue mich nicht da raus. Das ist... Es steht eigentlich genau vor dem Ausgang. Aber ich will nicht. Nee, ich will nicht. Wir schalten... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Outlast. Ich sage jetzt tschüss, ciao. Ich gehe mich jetzt erholen. Rufe jetzt sofort meinen Therapeuten an, meinen Psychologen. Und erkläre ihnen meine Geschichte und denke... Ja, dass ich dann beim nächsten Mal wieder bereit bin, das Ding zu zocken hier. Aber dafür brauche ich erstmal psychologische Hilfe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich bin jetzt weg. Ich sag tschüss, ciao. Ich bin raus. Euer Mucke.